Hallo und willkommen zurück zu The Isle, dem Spiel, in dem man keine drei Folgen machen kann oder keine vier Folgen machen kann, bis wird irgendein Scheiß passiert. Und ja, dieses Mal gab es ja ein Update. War super. Es ist ganz gut. Also ich habe mir schon ein bisschen was angeguckt. Also die Grafik wurde nochmal so ein bisschen schöner gemacht. Ich glaube, es läuft auch ein bisschen flüssiger und die V3 wurde überarbeitet und die andere Map, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Und ja, im Survival-Modus gibt es jetzt den Suchumimus. Kann man hier sehr gut erkennen. Und den Pachycephalosaurus. Kürzt man am besten ab mit Pachy, weil sonst kriegen wir noch einen Fall. Den Sucho werde ich gleich spielen. Also jetzt. Und ja, man kann jetzt hier sich eigene Skins machen. Man kann bis zu 8 Stück speichern und die dann. Ne? Das sieht hier gleich aus und den habe ich mir schon gemacht. Es ist halt grün. Ja. Und schwarz. Und es ist ganz gut, aber ich finde es blöd, du kannst die Erwachsenen, wie das Viech im Erwachsenenstatus aussieht, nicht sehen. Das ist ein bisschen doof, aber sonst ist mir das egal. Also es ist gut. Kann ich nichts sagen. Ja. Kann hier die verschiedenen Teile einstellen. Also man kann bei den Fleischfressen weniger Farben auswählen, wie bei den Pflanzenfressen, habe ich schon gemerkt. Das ist ein bisschen blöd, aber. Ja. Was willst du machen, gell? Was willst du machen? Dann los! Und ja, man steht jetzt auch schief. Wie man sehen kann. Weil die stehen nicht mehr gerade. Nennt man das alles auch nach. Dieses viel Lahm, Alter. Ja, also, ne, man sieht das schon, er passt sich seiner Umgebung an seinem Terrain. Ich höre hier Wasser. Wo bin ich hier? Unten ist ein großer See und da hinten sind noch einige Seen. Der ist halt wirklich so langsam, das ist impressive. Ja, vielleicht mache ich noch mal eine Runde Pflanzenfresser, also dann kann ich den Pari machen. Aber ich will eigentlich erstmal versuchen, den hier groß zu bekommen. Ich denke nicht, dass das klappen wird, weil der ist ja auch langsam. Wie soll ich denn hier irgendwo hinkommen in dem Tempo? Und der Ausdauer hat er ja auch irgendwie gar keine, also. Ja. Bringt jetzt nicht so, ne? Und was gab's noch Neues? Ja, Skins machen habe ich schon. Die zwei neuen Dinos für den Survival-Modus und das schiefe Rummarschieren. Wenn jetzt Tag wäre, könnte man noch sehen, dass diese Karte etwas anders aussieht, aber ja. Es ist mal wieder Nacht. Und ich sehe gar nichts. Toll. Und angeblich soll jetzt auch die KI, also die AI, in der Nähe von hungrigen Spielern spawnen. Was war das? Das müsste man halt noch testen, also. Ja. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei Wasserfällen. Also, na gut. Plötzlich sagen, ich weiß. Ach, da hinten ist der Vogelkäfer. Wozu? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mann, ich will hier nicht sein. Hier ist nie was los in dem Eck. Ich sehe aus, wenn ich so angekrustet wäre von unten. Wenn ich so drei Tage lang im Sand gelegen wäre, der dann noch getrocknet ist, und ich dann aufgestanden wäre. Oder zu Lehm oder sowas. So sieht das aus. Du etwas zu sagen? Nein. Die Ente hat nichts zu sagen. Es fühlt sich irgendwie komisch an, wenn die Dinos sich plötzlich. Wenn die nicht mehr da gerade stehen überall. Das ist irgendwie seltsam. Aber es ist auch gut. Und ich hoffe, dass der immer wachsende Status nicht auch so lahm ist. Okay. Insert. Nein, das. Ja. Ich bin anscheinend schon adult. Ich weiß nicht. Ich sehe nicht so erwachsen aus.
Alles bis nach ist ja auch etwas größer. Aber ich glaube, ich bin gar nicht mal so klein, ne? Ich glaube, ich bin... Ich kann schon was reißen. Ich bin da nur zu lang, um irgendwas zu machen. Allein vom Schaden her dürfte es gehen, aber... Ja. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Ich glaube, der ist kaputt. Wenn er nachher da immer noch rumsteht, würde ich. Der ist echt langsam. Ich glaube, ich spule das nachher einfach in doppelter Geschwindigkeit ab. Also mit ein paar Stellen oder ich schneide es einfach direkt raus. Weil ich, Geh. Geh weg. Geh weg, ich will nicht so. Du kleines. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. So gut, wie immer so mal. Was, Junge? Mit seinen Armen immer so. Was? Verpiss dich. Oder töte AI. Oh nein, der macht den kaputten Taco tot. Er hat den kaputten Taco getötet. Nein, wie kann er nur? Wie kann er nur? Also, ich als Kanu würde mich nicht mit einem Suchu anlegen, ganz ehrlich. Ich bin sehr wahrscheinlich stärker wie er, auch wenn. Gibt's hier eine Haltung? Ja, okay, gut. Good to know. Damit kann er mich eigentlich nicht töten. Halt die Fresse. Ruf jetzt ja nicht nach Mama. Wir könnten hier einfach auch friedlich koexistieren, weißt du? Okay, du bist ein Kanu, du wirst das nicht akzeptieren, dass ich hier rummarschiere. Beziehungsweise hier rum... Taumel. Trotte. Nee. Ja, ich will den. Okay. Es wäre jetzt perfekt, wenn man abhängen könnte und die mal essen könnte. Ich töte den Taco. Buh. Bam. Den juckt's nicht. Ich will einfach kein Fick. Oh, der Diener, mit dem ich gerade unterhalten habe, ist tot. Oh mein Gott! Ich hab's realisiert! Zu weglaufen. Jesus. Ich gute Erinnerung hier. Mit dem Gebet ist das nicht so. Also gestern ging es mir da. Habe ich gestern Abend gespielt, habe ging mir das wesentlich besser. Also, warte mal. Wann seht ihr das? Donnerstags? Vielleicht. Ja, doch. Ja, leer. Okay. Das ist interessant. Das muss ich wirklich mal so sagen. Das ist hier gelaufen, das war ich, oder? Nein, das bin nicht ich. Nein, das ist schon länger her. Aber noch keine 5 Minuten. In 5 Minuten sind die Spuren weg. Das ist ein großes Stück Fleisch. Also. Bin ich jetzt schon bei den... Oh mein fucking Gott. Ah.
Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Lass nicht an. Ach bitte nicht. Du Spast. Ich kann einen Busch setzen, aber hier ist kein Busch. Doch da. Ich kann nicht mehr springen. Okay, der Plan. Nein. Halt doch mal bitte die Klappe. Ich würde das wirklich schön finden, wenn ihr einfach mal ruhig wärt und mich jetzt in Ruhe in so ein... Was war das denn? Komm, hab nur so einen Anfall, bitte. Ich will nur, dass du so einen Anfall hast. Ich weiß nicht, ich glaube, so clever ist es nicht, im Wasser rum zu marschieren. Und es gibt keinen, na, das ist mir jetzt gerade auch eingefallen. Es gibt jetzt keinen Development-Modus mehr, das heißt kein Dev-Modus. Es gibt jetzt nur noch das normale Teil. Bisschen schade, aber es ist ja im Endeffekt jetzt ist das normale Teil auf dem Status von dem Development-Modus-Ding. Und ja. Okay, den gibt's noch, aber. Galli-Mimus. Galli-Mimus. Hat eben keiner kapiert. Schneid mal raus, schneid mal alles raus. Kommt alles raus. Der Geil. Ich weiß nicht warum, aber ich kann dem Galli so richtig gut mit Zylinder und Schnurrbart vorstellen. Weiß nicht warum. Erinnert mich immer so ein bisschen daran. Besseres FPS fahren. Hab ich eigentlich besseres FPS mit oder ohne Nachtsicht? Beziehungsweise mit Nachtsicht oder nicht mit Sicht Nacht? Es ist gut Deutsch, ich weiß, es ist gut Deutsch. Oh, diese wunderschönen Blätter. Hm. Oh, diese wunderschönen Nadeln. Na gut. So, da sehen sie dann auch nicht mehr so schön aus. Ist ein bisschen kalt hier bei mir drin. Kann also sein, dass ich demnächst anfange zu stottern und zu reden wie der größte, viel größte Schwafelbacke. Oder Laberbacke. Man von hier aus dahin? Nee, muss raus noch. Also ja, von hier aus kommt man irgendwie dahin, aber man müsste dann so ein bisschen so rechts rum und hoch und schneid mal alles raus, schneid mal raus, schneiden wir raus.
ist besser, ja. Hier ist das Ganze ein bisschen besser vom FPS, aber hier habe ich 50. Immerhin. Aber ich hab's ja, ich nehme noch auf, das darf ich immer nicht vergessen. Ich nehme ja noch auf, das frisst ja auch ein bisschen. 50 FPS mit auf. Ich will aber nicht sehen. So, ich hab da 60. The fuck. The fuck. Habt ihr das gehört? Also das, ich habe sogar zu wenig Stamina, um einfach in den Wald zu rennen. Das ist doch nicht normal. Würde ich dafür zurückgehen können. Ja, aber ich habe Angst, dass es von da kam und... Und ich bin schon bei der Hälfte, glaube ich, von meinem Wachstumsdings. Bums. Gedöns. Ich bin ein Stein, ich existiere nicht. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Dreiviertel Stündchen. Passt. Also, dann, wenn ich jetzt schon so eine gute Position habe, und ich glaube fast die Hälfte, ja, nicht ganz die Hälfte meiner charakterlichen Entwicklung vollendet habe, würde ich sagen, warum bewegt sich die Maus ohne meinen... Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen, ein Abo. Ich hätte nämlich gerne irgendwann noch 50 Abonnenten, vielleicht noch ein bisschen mehr. Damit das ja nicht alles so komplett umsonst ist. Mal, dass ich meine Zeit opfere, um irgendwelche Videos zu machen, eigentlich die ganze Zeit Selbstgespräche zu führen. Aber egal, wenn euch das Video gefallen hat, like da lassen, bla bla bla. Ihr kennt das ja. Wie der Standardspruch von dem YouTuber. Und dann, tschüss. Und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Das war scheiße. Okay, nochmal. So, dann würde ich jetzt sagen, bei mir ist schon so ein leichtes bisschen Versteck. So, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier... So, und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier schon so ein gutes Versteck haben, würde ich jetzt hier die Aufnahme beenden, / die Folge. Und ja, die charakterlich-geistige Entwicklung haben wir fast bis zur Hälfte abgeschlossen. Hier war ein Geräusch, das gefällt mir gar nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da. Likes ist mir jetzt eigentlich so wichtig, weil das kaum was zu bedeuten hat. Ob es ein oder zwei Likes oder drei Likes hat, ist mir relativ egal. Und aber abonniert, das wäre mir eigentlich schon ganz recht, wenn ihr das machen könntet, wenn euch meine Videos gefallen. Und ich will nämlich irgendwann noch 50 Abonnenten erreichen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weil dieser ganze Quatsch soll sich ja auch irgendwie ein bisschen lohnen. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.